Guten Morgen, die Woche beginnt mit meinem Sponsor für diese Woche. Und zwar ist das Reboost. Die Firma hat mir zwei Pakete zugeschickt, also zwei solche Dinger. Und ja, ihr könnt ja selber lesen, was drin ist. Banane, Erdbeere, Wildheidelbeere, Apfel und Himbeere. Also nur Früchte, wahrscheinlich getrocknet. Ich habe mich aber noch nicht über den Preis informiert. Ich werde das einfach mal so testen. Das ist einfach so getrocknetes Zeug, vermute ich mal, und das wird einfach mit Wasser verdünnt und dann trinken wir es. Die haben mir zwei Dinger kostenlos zugesendet und ja, ich verlinke euch die auch unten in der Infobox und die Woche werden wir sehen, ob das Zeug schmeckt und Preis-Leistungs-Verhältnis werde ich natürlich auch was sagen, aber über den Preis muss ich mir erst informieren und fange gleich mal an, mal gucken, wegen der Einfüllhöhe, das ist ja immer sowas, man nimmt gerne große Packungen für kleines Dings und wie sieht hier aus? Oh, Reboost, das ist scheiße. Das ist scheiße, guckt euch das an. Ja, das Ding ist, würde ich sagen, zur Hälfte gefüllt. Da passt doppelt so viel rein. Das ist Müllverschwendung, da kann ich schon mal sagen. Da gibt es mindestens einen Sternabzug. Und es riecht, riechen tut es gut, wie es halt so riecht. Genau, und da werde ich jetzt so einen Drink trinken und werde euch dann sagen, ob das Zeug schmeckt oder nicht. Aber eigentlich kann es nicht schmecken, wenn wir mal ehrlich sind. Da sind nur Früchte drin, sonst nichts. Das ist natürlich sehr positiv. Ja, schauen wir einfach mal. Auf jeden Fall gibt es jetzt Reboost. So, und so sieht er dann gemixt aus. Ich habe zwei Teile Wasser genommen, einen Teil von dem Pulver. Dazu habe ich noch Proteinpulver, also Erbsen- und Reisprotein reingemacht und Hanfsamen. Also gleich die Probleme Aminosäuren und Omega-3-Fettsäuren in einem Schlag erledigt. Dazu halt das Pulver mit Wasser ganz einfach gemischt. Und ja, ich koste einfach mal, wie das schmeckt. Okay. Geschmacklich ist geil. Ist wirklich wahrscheinlich sehr konzentriert durch das Trocknen. Also, wenn man das Verhältnis zwei Teile Wasser, ein Teil Pulver macht, dann muss ich sagen, schmeckt es schon ziemlich nah an einem richtigen geilen Smoothie. Von daher, jo, geschmacklich ganz gut. So, da ich jetzt drei Tage zu Hanna gehe, werde ich jetzt meine Sprossen alle aufbrauchen, die ich jetzt hier gezogen habe. Und ja, das sind Linsensprossen und das sind Sprossen, deren Namen ich wieder vergessen habe. Was waren das für Sprossen? Alfalfa-Sprossen, das sind ja sozusagen Alfalfa-Sprossen und das sind Mungbohnen-Sprossen. Und ja, die Alfalfa-Sprossen, die habe ich übrigens mal gezogen, weil der Patrick Strohbach gesagt hat, die schmecken wie Karamell. Naja, Karamell ist ein weiter Begriff, sag ich mal. Auf jeden Fall haue ich die jetzt alle gemeinsam mit ausreichend Bananen in einen Smoothie und das wird dann sozusagen meine Energiebombe für den Tag. Und wie gesagt, da ist ja richtig, richtig was an Sprossen dabei. Und ja, die brauche ich sozusagen jetzt alle auf in einem großen Smoothie. So, jetzt gibt es einen Sprossensmoothie. Da kommen noch Bananen rein, aber ich muss erstmal mixen, dass das ein bisschen an Volumen voll. Jetzt gibt es einen Wildreis, Zwiebeln, Tomate, nee, nicht Tomate, Gurke, Paprika, Wildreis, Olivensalat. Und jetzt gibt es ein Bananen-Pfirsicheis mit gekannten Buchweizen. Zum Morgen gab es heute noch einen Sprossensmoothie, das war so ein bisschen der Rest von gestern. Das war echt mega vitalstoffreich. Und genau, und zum Mittag gibt es jetzt hier einen großen Salat mit den Resten aus Hannas Kühlschrank. Das sind Möhren, Paprika, Zwiebeln und drei Tomaten, ein paar getrocknete Tomaten, Sonnenblumenkerne und ja, Salz, Pfeffer, Essigöl. So, jetzt gibt es hier einen von der Hanna liebevoll zusammengestellten Teller. Ja, ja. Und da ist vor allem da ist was drauf. Da ist hier der Käse drauf. Das ist der Gusto von. Der ist von Vegusto. Vegusto, der Marke, glaube ich. Und auch genau, und der ist halt so teuer. Da kann ich 5 Tage davon leben und Hanna kauft sich den einfach mal so. Und aber tja, jetzt koste ich den. Ich bin echt gespannt. Ich habe den noch nie gegessen. Der kostet, weiß ich nicht. 8 Euro pro 100 Gramm oder so. 8 Euro pro 100 Gramm. Nee, also das ist. Aber ich werde es jetzt testen. Bin gespannt. Vegusto von Vegans. Du bist nicht drauf. Ich bin nicht drauf? Nee. Jetzt bin ich drauf. Ich habe jetzt gerade probiert, der Käse ist echt Hammer. Der schmeckt so ein bisschen. Das ist ein Bergkäse, ne? Ja, auch so leichten Parmesaneinschlag hat er. Mhm. Also, da ist echt nicht mehr viel Unterschied zum richtigen Käse. Mhm. Also, Vegusto von, ist scheißegal, auf jeden Fall vegan. Also, das schmeckt echt gut, aber 8 Euro pro 100 Gramm. Aber das wird alles billiger. Aber guck mal, das mache ich ja auch mal ein paar Monate mal. Glaube ich, glaub Hanna kein Wort. Und heute gibt es wieder ein Smoothie. Und jetzt verwerte ich so ein bisschen langsam die Dinge, die Hanna mir gegeben hat. Hier ist zum Beispiel so ein Fastenzeit-Tee. Und letztlich in so einem Tee, seht ihr,
Da sind im Endeffekt ganz normale Sachen drin wie Haselnussblätter, Katzenminze, Himbeerblatt, Zitronenmelisse, Erdbeerblätter, Brennnessel, Kornblumen und so weiter. Und das kann man einfach hier mitten in den Smoothie reintun und dann verwertet man Tee. So für Nicht-Teetrinker wie ich. Eine Staude Bananen. So, ich habe mir jetzt wieder einen Drink gemacht, so ein Relax-Refood-Dings-Drink. Und nun gibt es wieder Kaki, 6 Stück. Es ist noch früh am Morgen, aber erstmal Energie tanken. Ein Smoothie, ein Quinoa-Mungbohnen-Sprossen-Smoothie, würde ich mal einfach so sagen. So, jetzt gibt's was, es gibt wenige Sachen, wo ich wirklich sage, so ein Luxus, den sollte man sich auch hin und wieder gönnen. Ein Produkt findet ihr hier, das seht ihr bei mir, seit ich quasi angefangen habe mit der veganen Ernährung, ist das bei mir auf der Homepage, das sind die getrockneten Ananasstücke hier von Taiga, die sind Rohkostqualität und wie gesagt, also wenn ihr getrocknete Ananas irgendwo mal gegessen habt, vergleicht die mal mit dieser Ananas hier, die ist echt einfach nur die beste und das ist wirklich so ein Luxus, den kann man sich auch mal gönnen. Die sind natürlich teurer, brauchen wir gar nicht zu reden. Aber nur mal diese Ananasstückchen hier. Also ich gebe euch auch nochmal unten den Link auf meiner Homepage, ist der Link halt auch. Müsst ihr gucken bei Christian Lebensmittel und das glaube ich relativ am Anfang sind diese Ananasstückchen, die begleiten mich nun schon seit 2 Jahren. Natürlich nicht jede Woche und immer, aber hin und wieder mal mega lecker und davon gibt es jetzt eine Handvoll und da freue ich mich schon richtig, richtig doll drauf. Und jetzt gibt's Kaki, 5 Stück und etwas getrocknete Ananas. Und der Morgen beginnt mit einem Smoothie. Und jetzt gibt es eingeweichten Wildreis und ein paar Oliven. So, zum Abend gibt es noch so ein Refood Shake. So, jetzt gibt es wieder ein paar Ananasstückchen. Der Morgen beginnt mit einem Smoothie. Und jetzt gibt es nochmal 5 Kaki. So, ich habe ja noch ganz vergessen, das Resümee zu diesem Refood oder Relax und diesem Fruchtpulver, was ich sozusagen gesponsert bekommen habe, zu geben. Also es ist wirklich richtig, richtig gut, was die Handhabung angeht, was so das Feeling angeht, wie es schmeckt und eigentlich alles gut. Dann habe ich jetzt mal einen Preis recherchiert, beziehungsweise mal einen Preis nachgeguckt und da muss man einfach sagen, naja, also kann ich nicht guten Gewissens empfehlen. Das kostet 30 Euro eine Dose. Und das ist einfach echt total viel für so eine Dose. Klar, es ist nur Frucht. Klar, es ist gut und es schmeckt auch gut. Aber 30 Euro, ist es mir einfach too much, um das zu empfehlen. Das ist einfach als Feedback. Ich finde es nicht gut, dass die Dose nicht voll befüllt ist. Geschmack ist geil, Konsistenz ist geil. Es ist wirklich ein geiles Produkt. Aber zu einem Preis, den ich nicht empfehlen kann und für den ich das auch nicht kaufen würde. Das nur nochmal so als Nachtrag zu dem Produkt.